Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zur zweiten Ausgabe von Unity of Command 2 Desert Rats. Und wir legen gleich los. Unser Zug haben wir in der letzten Ausgabe gemacht. Wir schauen uns an. Rundenende Einheiten. Oh, Moment. Wir haben hier noch Einheiten, die wir einsetzen können. Großartig bewegen. Na doch, wir können sie hier rüber bewegen direkt noch. Ja, nicht schlecht. Machen wir das doch. Gut. Dann beenden wir die Runde und schauen uns an, was die Italiener machen. Eigenartigerweise haben die Einheiten da oben keinen Nachschub. Kommt der Nachschub bei den Italienern da oben über die Berge nicht drüber? Ist interessant, wir können hier sehen, natürlich sind wir auch davon betroffen. Und ich bin hier auch außerhalb der Reichweite. Ja, ja, ja. Wir haben hier also auch ein Nachschubproblem. Es wäre also jetzt wichtig, dass wir Kortschel diese Runde freikriegen, damit hier der Nachschub wieder durch kann. Schauen wir mal. Verschanzt sind sie hier nicht. 3 zu 0. 1 zu 1. Im Moment bin ich doch in der Reichweite. Ja, bin ich. Schauen wir mal hier. Scheinangriff. Mindestens Einheit nicht grün. Ja, okay, das geht also nicht. Die Einheit ist grün. Von der Erfahrung her, das bringt uns nicht viel. Dann werden wir doch hier einen Scheinangriff führen. Ne, komm, wir machen es mit Artillerie. Boah. Wow. Zwar keine Verluste beim Gegner, aber immerhin sind jetzt alle Steps, also alle Stärkepunkte plus die feindliche Artillerie unterdrückt. Dementsprechend müssten wir jetzt hier deutlich bessere Kampfergebnisse haben. Haben wir auch. Schauen wir mal, wo es noch... Ah, hier ist noch besser. 0 zu 2. Können wir jetzt sogar hier die grüne Einheit angreifen lassen. Tja, und dann schauen wir uns mal an... Da die Einheit hier nicht in der Versorgung ist. Wie ist die Reichweite nochmal vom dritten Korps? Welche Einheit ziehen wir jetzt hier rein? Hier, dann können wir nochmal einen Angriff führen. Wir haben nochmal Bedford QLs bekommen, also Transporter. Mit denen könnten wir unsere Versorgungsprobleme eventuell auch lösen. Aber wenn ich sie natürlich jetzt verbrauche, steht sie mir in späteren Missionen nicht mehr zur Verfügung. So, jetzt bin ich gespannt, ob das nicht ein Fehler war. Wobei, die Gegner hier können auch nicht ordentlich angreifen. Versorgung fließt hier auch bis hier vorne. Und wir können sie nochmal versorgen. Ja, hervorragend. Sehr gut. Dadurch, dass wir jetzt wieder in Reichweite unseres Befehlshabers sind. Das heißt, wir haben jetzt hier schon, das war ein Sonderziel, wir müssen hochkommen bis Pogradec. Ne, hier kann man nichts weiter machen. Schauen wir uns nochmal an. Okay, aber Versorgung ist gesichert, das ist gut. Machen wir unten beim ersten Korps weiter. Ja, die Angriffe bringen hier dementsprechend nicht viel. Jetzt haben wir hier tatsächlich die Panzereinheit stehen. Und ich komme mit meinen Männern nicht ran. Bisschen das Problem ist, dass wenn ich jetzt hier Artillerieschlag befehle, beziehungsweise hier ein Unterdrückungsfeuer, ich komme hier eigentlich mit keiner Einheit. Die ist zu schwach. Kann man die neu ausrüsten? Nee. Wahrscheinlich wäre es geschickter, dass wir die Artillerie hier in Stellung bringen. Können wir mal probieren. Einmal... Versorgen und Scheinangriff. Einmal zwei Steps unterdrückt. Das wird nicht reichen, dass es ein erfolgreicher Angriff wird. Nee. Sarande bis Runde 7. Wir sind in Runde 3. Ja, da stehen wir doch noch gut da.
da brauchen wir nichts machen. Und dann natürlich Versorgung. Das Blöde ist, ich kann hier keine neuen Versorgungspunkte setzen. Wieso eigentlich nicht? Na komm, dann, was würde passieren? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, warum ich nicht da oben Versorgung setzen kann. Vielleicht müssen wir noch eine Runde warten oder so. Schauen wir mal. Hier haben wir 2 zu 0 beim zweiten Chor. Müssen wir jetzt eh mal ran hier. Da haben wir relativ wenig Einheiten. Geplanter Angriff, um ihre Verschanzung zu schwächen. Können wir allerdings auch mit der Artillerie machen. Das machen wir mal. Ah ne, die Verschanzung wird ja nicht geschwächt. Okay. Wäre das andere vielleicht doch sinnvoller gewesen. Das heißt, vielleicht wäre sinnvoller gewesen. Haben wir hier in den Bergen Versorgung? Ne, wir haben ja momentan gar keine Versorgung hoch. Wisst ihr was? Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss den LKW hier einsetzen. Kommen wir zumindest bis hier hoch. Schauen wir, ob wir hier Versorgung haben. Nee. Okay. Das erste Chor sind alle Einheiten in Reichweite. Beim zweiten Chor ebenfalls und beim dritten auch. Das bedeutet, wir sind eigentlich fertig. Ja, nicht nur eigentlich, wir sind fertig. Haben wir Einheiten bekommen? Die gehören zum Einheit platzieren. Zum zweiten Chor, okay. Eine Kavallerieeinheit. Oh, Moment. Die machen wir rückgängig. Es wäre doch ganz gut, wenn wir mit der Kavallerie eventuell. Ah, hier kommen wir nicht. Hier kommen wir nicht rüber. Wenn ich mit der Kavallerie eventuell hier umgehen könnte, um bei Klesura. Ja, das machen wir. Bringen wir sie mal hier hin. Beenden wir die Runde. So, jetzt sind die Einheiten hier im Süden ziemlich eingegraben. Ja, jetzt heißt es sorgsam vorgehen. Bis Himare haben wir Rundezeit bis Runde 11. Bewegen wir die mal hier vor. Verschanzungsschwächen. Hat nicht viel geholfen beim Verschanzungsschwächen. Ja, ich hätte sie wahrscheinlich auch erst ordentlich ausrüsten müssen. Ha, wir kommen sogar bis hier vor mit der Einheit. Auch wenn die natürlich unterirdisch schlecht versorgt ist. Und ich weiß nicht, ob die Versorgung bis hier vorne kommt. Müssen wir probieren. Müsste durchkommen. Habe ich dann auch Reichweite bis dahin beim Hauptquartier? Ja, das heißt, ich kann ihn notfalls notversorgen. Ja. Ah, und wir kommen mit der Kavallerie hier rüber. Das ist gut. Dann könnte unser Plan gelingen, dass wir hier die Einheiten bei Klesura
schon mal zumindest aus der Richtung vom Nachschub abzwecken. Und hier drüben können wir über die Berge gehen. Jawohl, so machen wir das. Da muss ich aber eventuell noch eine Runde warten. Ja, da warten wir noch eine Runde. Wobei, jetzt ist frei. Die Sache ist die, dass ich natürlich hier auch keine Versorgung habe dann. Und ob die in der Reichweite des Hauptquartiers sind, ist fraglich. Können wir mal schauen. Ne, sind sie nicht. Ich mache den rückgängig. Ja, noch macht es eh keinen Sinn, die abzuschneiden. Das ist ebenfalls nochmal eine Einheit vom zweiten Korps. Ja, dann muss ich jetzt hier, wohl oder übel, noch ein wenig ausharren. Nee, also noch macht es keinen Sinn, hier rein zu marschieren. Wir verlieren bloß weitere Versorgung und von Süden kommt noch die Versorgung nach Klisura. Bessern wir jetzt hier auf und Unterdrückungsfeuer. Ja, haben wir die Verschanzung hier zum Teil ein bisschen aufgehoben. Der Scheinangriff macht nicht viel Sinn, ich mache ihn trotzdem. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier oben bei der 11. Armee anrichten können. Verschanzt sind sie ja nicht. So, damit ist das Feld hier frei geworden. Vielleicht stellen wir da auch direkt eine Einheit. Wie ist denn hier die Versorgung? Wissen wir nicht. Dass wir hier vielleicht auch eine Einheit mit Artillerie ranstellen. So, Versorgung haben wir in den Bergen keine, aber... Bin ich denn noch in der Reichweite? Ja, ich bin noch in der Reichweite, das heißt, wir können sie notvoll versorgen. Das machen wir jetzt hier auch bei der Einheit. Da stehen wir jetzt hier tatsächlich dicht an dicht. Vielleicht kommen wir über die Berge rüber. 2:1 ist ehrlich gesagt nicht so verkehrt. Wir warten noch eine Runde. Wir haben noch Zeit. Pokerdeck bis Runde... so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ich brauche jetzt hier mal den etwas verlustreicheren Kampf. 3:0 ist natürlich nichts. Hätte ich mal lieber die Einheit hier hochgeführt. Na gut. Ah, ich hätte zuerst das noch machen können. Dann wäre der Angriff effektiver gewesen. Gut, es ist wie es ist. Lässt sich nicht mehr ändern. Dementsprechend haben wir jetzt alles gemacht. Ich check nochmal die Reichweiten der Hauptquartiere. Und an der Versorgung können wir derzeit sowieso nichts ändern. Nee. Beenden wir die Runde. Sehr passiv sind die Italiener gerade. Wir wissen aber, dass es sicherlich nicht an der KI in dem Sinn liegt, weil die ist nämlich unfassbar aggressiv. Oder kann unfassbar aggressiv sein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir hier machen. Wir sind aber alle schlecht versorgt hier. Sarande bis Runde... Bis Runde 7 und wir bekommen dafür Bonuspunkte dann. Ja, Einheiten sind jetzt hier schlecht versorgt. Ich komme mit der Einheit hier nicht mehr raus. Das ist schlecht. Wenn ich die Notfall versorge, die sind jetzt quasi schon beim nächsten Mal, verlieren sie schon Stärkepunkte. Die Wahrscheinlichkeit, hier versorgt zu werden, ist bloß bei 50-50. Hier oben würde ich sie immerhin auf 70% schätzen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss die versorgen. Dann versorgen wir die Einheit noch.
Ja, das war's dann aber auch schon. Ja gut, aber die feindliche Einheit ist jetzt auch schon seit einer Runde ohne Nachschub. Das heißt, es wird jetzt immer schwieriger für ihn hier aktiv tätig zu werden. Die gehört zum zweiten Korps. Das zweite Korps ist darüber Reichweite, ja, sauber. Ist die Frage, ob ich die hier überhaupt noch versorgen lasse. Notfallversorgung, ja, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ich mache den rückgängig. Würde mich 3 Aktionspunkte kosten fürs Hauptquartier, dann hätte man nochmal 3. Ja komm, das machen wir. Wir wollen ja jetzt hier schauen, dass wir die Einheit hier vom Nachschub abschneiden bei Clisura. Dann versorgen wir die Einheit nochmal. Ich frage mich jetzt, ob es Sinn macht, hier reinzuziehen. Wahrscheinlich hat unser Hauptquartier dann hier keinen Zugriff und wir haben natürlich dann... Hier komme ich über die Brücken natürlich nicht drüber. Okay, wir machen das jetzt. Und dann erleiden wir natürlich hier jetzt auch ähnlich Verluste wie die wie der Gegner. Allerdings haben wir jetzt mindestens noch eine Einheit, die keinen Nachschubmangel hat. Und zur zweiten kommen wir vielleicht auch noch hin. Und dann hoch zum dritten Korps. Hauptsächlich ein Versorgungsproblem hier überall. 2:0. Versorgen wir erstmal die Einheit mit... Ja, Moment. Wir gehen hier auf Scheinangriff. Ein Stärkepunkt unterdrückt. Da hätten wir noch ein 1:1. Zwei zu null. Jetzt muss ich mich geschickt bewegen. Wenn ich mich hierüber bewege, bin ich noch weiter vom Nachschub abgeschnitten, als ich es vorher eh schon bin. Keine gute Option. Hier zurück. 1:1, das wäre es natürlich. Besser als nichts. Die können wir ebenfalls noch versorgen lassen. Und dann machen wir doch hier auch einen geplanten Angriff. Dann ist hier sogar frei, aber wir kommen nicht rein. Ah, haha, da reichen unsere Bewegungspunkte nicht aus dafür. Mist, Mist, Mist. Schade, schade. Doch. Ah, da kann ich nicht reinziehen, weil gegnerische Einheiten noch hier oben stehen. Kontrollzonenproblem. Na gut, aber hier stehen wir trotzdem sehr gut. Das ist fast die Frage, ob ich vom dritten Korps noch jemanden nach Süden leiten sollte. Kriegen wir noch Einheiten? Jawohl, hier oben. Gehört zum zweiten Korps. Ja, da muss ich natürlich jetzt hier... Mein Gott, ist das hier alles eng. Die müssen wir nach Süden bewegen. Dann haben wir alles gemacht. Ja. Auf zur nächsten Runde. So. Die Italiener hier. Wenn wir die jetzt angreifen, jetzt muss ich gerade mal kurz in meine Kladde schauen. Da habe ich es mir aufgeschrieben. Für die wichtigsten Spiele habe ich alles in einem Notizbuch drin. Die wichtigsten Regeln. War in the East, 9. Radio Commander, Battle Cry of Freedom. Hunter Call of the Wild, auch interessant. Na? Haben wir es denn? Ah ja. Die sind wie viele Runden ohne Supply? Seit 2 Runden. Sie bekommen keine Aktionspunkte. Einige Steps sind unterdrückt, korrekt.
Und ab der dritten Runde haben sie einen Bewegungspunkt sogar noch weniger und alle Steps suppressed. Das heißt, die können sich jetzt aber nicht mehr aufbauen. Das heißt, alles, was wir ihnen jetzt hier unterdrücken, schauen wir mal nach, können wir die, ja, die können wir versorgen. Jetzt muss ich halt geschickt rechnen. Wir haben 6 Unterstützungspunkte, 1:1 haben wir hier. Wäre gar nicht so verkehrt. Ich gebe der Einheit hier sämtliche Punkte. Und hier machen wir einen Scheinangriff. Null zu 2. Naja, ganz geschafft haben wir es nicht. Aber fast. Kommen wir hier noch ran. Tatsächlich, kommen wir hier noch ran. Sehr gut. Ran, aber nicht rein wahrscheinlich, oder? Doch. Sehr gut. Sehr schön. Haben wir jetzt tatsächlich schon. Ach, hier steht es übrigens, hier sind noch die Tooltips. Einheit auf unversorgtem Feld, seit 3 Runden. Eine Runde, da steht alles drin. Die Tooltips werden immer besser. Hervorragend. Also, die geben sich hier wirklich Mühe, das Spiel immer besser zu machen. Das heißt, wir sind mit dem ersten Chor soweit fertig. Der hier geht zum zweiten Chor. Brauchen wir halt jetzt recht lang, bis wir die rangeführt haben. So, die können wir nicht notvoll versorgen. Und da haben wir 3:0. Wir könnten einen Scheinangriff machen, der kostet uns nichts. Dann ist schon mal ein Punkt hier suppressed. Ja, ist schon fies. Aufklären wir auch nicht. Berat wäre auch frei für 50 Prestige. Wir haben doch hier noch jemanden vom zweiten Chor, oder? Ja, hier unten. Wieso kommen die hier so langsam vorwärts? Werden wir wahrscheinlich hier oben noch aushelfen müssen. Ja, die sind nicht in der Versorgung. Ich nehme jetzt hier mal einen Versorgungspunkt weg. Dann können wir den hoffentlich weiter im Norden aufbauen. Ich weiß eh nicht, warum das vorher nicht geklappt hat. Unterdrückungsfeuer. Ne, da steckt man jetzt fest. Beim zweiten Chor ist es ein wenig heikel, die Angelegenheit. Jetzt ist natürlich hier Pogradec wieder besetzt. Verschanzung zu schwächen. Das hat aber gar nicht geklappt. Ziehen wir die zurück. Nochmal Scheinangriff. Ein Punkt unterdrückt. Ziehen wir die nächste Einheit nach. Jetzt haben wir schon 2:1. Probieren wir es mit der Artillerie hier. Haben wir 1:1. Nochmal 1:1. Er möchte sich nicht zurückziehen hier. Kommen wir mit einer weiteren Einheit ran. Kommen so hier auf Kampfdistanz ran. Das war es aber auch schon. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir die Artillerie noch wieder ranführen könnten. Geht nicht. Nee. Gut, ja. Gut oder auch nicht gut. Ja, das passt schon. Wir haben ja noch Zeit. Nee, in dieser Runde hätte ich es einnehmen müssen. Gut. Macht nichts, ist nicht so tragisch. Kriegen wir halt ein bisschen weniger Prestigepunkte. Aber ich glaube, das war's.
Das war's. Und da würde ich auch sagen, war's das mit der Folge. Ist hier die Frage, ob wir hier noch das 1:1 noch mitnehmen sollten. Ja. Um den Gegner da schon mal zu schwächen. Vielleicht führe ich da auch die Infanterie noch ran. Ja, so machen wir das. Und ja, in der nächsten Runde, das heißt nächste Folge, schauen wir uns den italienischen Zug an und ja, inwieweit, ich denke mal, dass man vielleicht in der nächsten Folge hier auch schon die Mission abschließen können. Sehen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch, Servus.